So, die Eimer können ja jetzt hier bleiben. Pilze muss ich ja nehmen. Die Pilze, die können ja hier mit drin bleiben. Genauso wie diese Dingens hier. Das Zauntor auch hier bleiben. Genauso wie die Zäune, die kommen in die andere Truhe dann rein. Hier haben wir noch die Fackeln. Die Haken brauchen wir jetzt nie unbedingt, aber wartet mal, ich muss mich mal ein bisschen Konzentration. Kommt die hier rein. So, und die Erde, warum überhaupt die Truhe mit der Erde hier? Ey, ist ja alles voll. Huch. Jetzt gemacht. Ah. Natürlich ärgerlich ist gerade ein bisschen, weil ich jetzt bisher runterrennen muss, nur wegen der Erde jetzt hier. So, jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Werkzeug mit und dann war's das. Das kommt mit hier rein, so. Das war's jetzt erst einmal, es reicht jetzt. Was war das denn gerade? Die Hühner bringen sich selber um dort oben. So, die Äxte brauchen wir jetzt eigentlich nicht so sehr. Was war denn das vorhin dort oben? Kann man das mir einer erklären? Mal hier wirklich mal gucken gehen dort oben, was das war. Haben sich die Viecher selber umgebracht oder wie ist das? Da müssten jetzt irgendwo Federn rumliegen. Hä? Hier passiert. Ist die Viecher selber umgebracht hier oder wie ist das? Bestimmt, weil die ja drinnen hängen garantiert. Manchmal hängen die so in den Ecken und Kanten hier drinnen und dann sterben die irgendwie einmal. Furchtbar. So, hätten wir das erstmal, haben jetzt alles hier, na gut. Ach, so viel Umstände hier. So viele Umstände. Dass man einmal nicht dort ist, wäre eine Katastrophe. So, jetzt gehe ich runter in die Höhle. Beziehungsweise zur Mine. Und gucken mal, ob wir jetzt da unten noch irgendwas haben, was wir brauchen. Ich habe eigentlich soweit alles mitgenommen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht wieder verlaufe hier unten. Das wäre nämlich doof. Aber wie gesagt, ich habe hier unten noch eine Lore rumstehen. Wir haben hier irgendwo noch diese Kakaobohnen. Haben wir auch noch hier unten irgendwo. Da muss ich echt mal gucken, wo... Ich bleibe gekonnt hängen. Wo wir das hier genau haben. Seht ihr mal, jetzt habe ich nämlich die Schere auch noch vergessen. Oh, ich vergesse wirklich alles heute. Ey. Ich vergesse heute wirklich alles. Das ist furchtbar. Das ist ja wirklich, wirklich furchtbar. So, gut, dass ich mir die Axt mitgenommen habe. Ich nehme mich, weil er die Mine hier abtragen noch ein bisschen. Guck mal, den Gang nämlich auch zumachen hier und dann war es das nämlich da mal. Nämlich hier unten auch nichts mehr zu suchen. Dann müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt noch irgendwo. Ah, hier geht es ja auch noch weiter. Oh. Ärgert es mich, dass ich oben die Schere vergessen habe. Das ist nämlich hier wegen den Spinnenweben. So, und jetzt frage ich mich, wo haben wir das damals gefunden?
Diese eine Lore, die war ja irgendwo hier hinten. Gehe ich mal davon aus. Ach nee, hier sind wir ja in die Tiefe gefallen hier. Das ist ja, naja, da ist nämlich die Kohle und so. Da unten waren wir nämlich gewesen. Weil ich hier die Kohle hier haben wollte. Ja, Fallo, geh nochmal hier runter. Da unten ist das Redstone. Boah, ey. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Ich werde mal gleich mal hier so einen Gang mal graben. Dass ich hier nicht nochmal hier runterfalle. Das wäre nämlich beschissen. So. Da will ich mal das ohne Masche abtragen hier und dann war's das erstmal. So, machen wir erstmal diesen hier. Weil die Mine, die muss ja auch irgendwann mal abgetragen werden, damit die unten auch mal raus ist hier. Weil was nützt uns das Zeug nämlich hier unten? Hier unten nützt uns nämlich gar nichts. Na gut, wenn wir irgendwo dann kein Holz mehr haben, kein Holz mehr sehen hier, da wissen wir genau, gut, wir sind jetzt fertig mit der Mine hier, aber das wird noch jede Menge Zeit hier in Anspruch nehmen, ehrlich gesagt. Ja, das war das Spinnenwebe, die brauchen wir jetzt nicht so. Die müssen wir ja mit dieser Schere dann irgendwie beseitigen, weil mit der Spitzhacke oder mit der Axt oder mit was weiß ich, dauert das ja ewig. Aber jedenfalls finden wir hier unten noch irgendwas viel. Wir haben auch wieder Kohle. Die Schienen kommen auch noch. Ach, hier nimmt es echt kein Ende. Das wird ein paar Fänge in Anspruch nehmen hier. So. So, jetzt nehme ich mal die Schienen. Na gut, mit der Axt geht es ein bisschen schlecht, sage ich mal. Jo, das war natürlich gut. Wir was anderes hören. So, was haben wir denn jetzt? Geht's ja auch noch weiter. Hier haben wir auch noch Kohle. Und ich wette mit euch, dass sich hier hinten auch noch was verbirgt. Hier sehen wir erstmal so ein dunkles Loch. Aufpassen nicht, dass es hier tief nach unten geht. So, da werde ich mir erstmal so eine provisorische Treppe mal hier bauen. Hoffen, dass das jetzt so geht hier. Das geht schon so, denke ich mal. So, haben wir mal eine provisorische Treppe hier. Weil hier laufen können. Da oben haben wir noch Eisen. Hier haben wir auch noch Eisen. Fledermaus. Ja, das ist auch wieder so ein übelstes Ding hier. Aber vom Übelsten. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Ach, da oben geht es ja auch noch weiter. Ja, das ist schon wieder so ein übelstes Ding hier, ey. Das ist ja. Hier geht es ja natürlich wieder tief nach unten. Da drüben haben wir auch schon wieder Kohle. Oh. Leute, wir werden ja echt nie fertig, ey. Wir werden hier nicht fertig. Jetzt hier lang haben wir auch wieder Kohle. Hier ist haufenweise Wasser. Und da ist unsere provisorische Treppe. Aha, okay. Da geht das ja einmal um den Kreis rum. Sehr schön. Wen freut's nicht? Hier unten ist auch wieder was, wie ich sehe.